Wenn man wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gekündigt wird, könnte man dann trotzdem noch eine Abfindung bekommen? Das fragt Dieter. Und ich hatte das gestern in unserem Livestream kurz ein bisschen angeschnitten. Und es gab ja mehrere Fragen dazu und hatte euch gesagt, ich würde euch das noch mal ein bisschen umfassender hier heute darstellen. Worauf kommt es an, ob du in solchen Fällen eine Abfindung bekommst? Was musst du tun? Und ganz am Ende des Videos gebe ich dir noch ein paar ganz konkrete Tipps, wenn es passieren sollte, dass du eine Kündigung bekommst, was du dann ganz konkret machen kannst, beziehungsweise auch machen musst, wenn du deine Chance auf eine Abfindung nicht verspielen willst. Denn von selbst, das kann man jetzt schon mal vorab sagen, kommt diese Abfindung nicht zu dir. Du musst etwas machen und ich kann dir auch dabei helfen, aber du musst aktiv werden. Ja? Aber zunächst einmal gucken wir uns die Sache nochmal etwas genauer an. Wann bekommt man denn überhaupt eine Abfindung? Eine Abfindung zahlt der Arbeitgeber, die, die den Kanal hier abonniert haben, die wissen das, der zahlt der Arbeitgeber in der Regel nur, wenn er dazu irgendeine Verpflichtung hat, also zum Beispiel in irgendeinem Sozialplan, was geregelt ist, was hier im Falle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht sein wird und überhaupt keine Rolle spielt. Dann gibt es nur einen anderen Fall, wann der Arbeitgeber die Abfindung zahlt, wenn er entweder zu viel Geld hat, auch das ist relativ selten, oder wenn er dazu gezwungen wird. Wie kannst du ihn dazu zwingen? Der Arbeitgeber kündigt, dann hast du 3 Wochen Zeit, Kündigungsschutzklage zu erheben. Und mit dieser Kündigungsschutzklage zeigst du dem Arbeitgeber, dass du diese Kündigung nicht akzeptieren wirst. Und dann hat der Arbeitgeber 2 Möglichkeiten. Er kann diesen Prozess durchführen und darauf hoffen, dass seine Kündigung wirksam ist. Dann wirst du die Klage verlieren und am Ende keinen Job haben, vielleicht noch Geld investiert haben, wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast. Und das war's. Ist der Fall wahrscheinlich? Nein. Warum nicht? Weil 95% oder mehr, also bei uns, ich kann sagen, bei uns deutlich mehr noch, aller Kündigungsschutzklagen, also bei uns dürften es 99% sein, entweder damit enden, dass der Arbeitnehmer weiterarbeitet, das ist auch gar nicht so häufig, und die allermeisten Fälle enden damit, dass der Arbeitgeber eine Abfindung zahlt und damit den Arbeitnehmer los ist. Warum macht der Arbeitgeber so etwas? Er macht es, weil er vermeiden will, dass er nachher nach einem Prozess nach 1, 2, 3 Jahren den Arbeitnehmer zurücknehmen muss und ihm für die ganze Zwischenzeit das Gehalt nachzahlen muss. Stell dir vor, 2 Jahresgehälter, ja, wenn das so im Durchschnitt der Prozess 2 Jahre dauern würde, muss der 2 Jahresgehälter nachzählen, zahlen und hat den Arbeitnehmer weiter an der Backe, hat dich weiter an der Backe, muss dich also auch fortlaufend weiter bezahlen und hat noch diese Niederlage. Das will kein Arbeitgeber, weil er dieses Risiko nicht eingehen will. Deswegen zahlt er eine Abfindung. Und die Abfindung ist je höher sein Risiko. Und deswegen musst du möglichst professionell gegen so eine Kündigung vorgehen. Im Bereich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wenn also da Kündigungen kommen, hat man extrem gute Karten dagegen vorzugehen. Das hat ganz viel verschiedene Gründe. Ein Grund ist, weil diese ganze einrichtungsbezogene Impfpflicht völlig unklar ist, ob die überhaupt verfassungsgemäß ist. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, weil sie sehr unterschiedlich vollzogen wird, weil es in einigen Bundesländern ausgesetzt wurde. Bayern, weil es das Bundesgesundheitsministerium gesagt hat, wir können das sowieso gar nicht kontrollieren und weil so allgemein die Meinung herrscht, der Arbeitgeber, der darf erstmal weiter beschäftigen und erst wenn das Gesundheitsamt ein entsprechendes Verbot ausspricht, dann darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht mehr weiter beschäftigen. Und der Arbeitgeber, der also jetzt sagt, das interessiert mich alles nicht, der ist nicht geimpft, ich kündige den schon vorher, der geht mit seiner Kündigung ein erhebliches Risiko ein. Und genau dieses Risiko, das nutzt man, das nutzt du, das kannst du nutzen, um da eine Abfindung zu erzielen oder eben sogar zu sagen, du willst da weiterarbeiten. In diesem Bereich ist es eben wichtig, dass man selber aber seine Position maximal ausbaut. Denn je besser deine Position, umso höher das Risiko für den Arbeitgeber, je höher das Risiko für den Arbeitgeber, umso höher die Abfindung, die er bereit sein wird, zu zahlen. Was kann man da machen? Was können wir machen? Wenn du eine Kündigung bekommst, kannst du bei uns anrufen, kostenlos und unverbindlich mit uns über die Erfolgsaussichten reden. Wenn bei deinem Arbeitgeber regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt sind und du länger als ein halbes Jahr dabei bist, dann sind die Erfolgsaussichten sehr, sehr gut. Das heißt, wir werden dir dann immer dazu raten, eine Klage einzureichen.
Du solltest unbedingt am ersten Tag anrufen, noch bevor du dich bei der Bundesagentur meldest, als erstes einen Anruf beim Anwalt, denn es gibt neben der 3-Wochen-Frist für die Kündigungsschutzklage auch noch andere wichtige Fristen, zum Beispiel für die Zurückweisung der Kündigung. Die betragen nur wenige Tage, um zu gucken, ob wir das auch machen können, ob das vielleicht auch noch eine zusätzliche Option ist. Brauchen wir so schnell wie möglich die Kündigung und müssen gucken, wie sieht die aus und was können wir da zusätzlich eben noch machen. Oder auch relativ häufig, die Kündigung leidet schon von vornherein an Formmängeln. Das ist deswegen sowieso unwirksam. Das erleben wir jetzt im Bereich in der Corona-Zeit relativ häufig, wenn natürlich viele auch Personaler im Homeoffice arbeiten. Und da hat man eben nicht so schnell die Unterschrift des Chefs und macht dann mal auf eigene Faust irgendwas. Ja? Wie gesagt, setzt aber voraus, schnelles Tätigwerden. Du kannst uns anrufen unter der Telefonnummer 030-43-0-43-9, unten im Betreff eine Anfrage über die Mail starten, kostenlos und unverbindlich, und kannst dann entscheiden, ob du dich gegen die Kündigung zur Wehr setzt.